Guten Tag, mein Name ist Kina Keilinghaus, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Hamm. Nach meinem Abitur und nach meinem FSJ in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie habe ich meine Ausbildung in einer stationären Eingliederungshilfe bei Bethel begonnen. Für mich hat die Ausbildung sich so attraktiv gemacht, dadurch, dass ich mich zwischen zwei verschiedenen Formen der Ausbildung entscheiden konnte. Einmal die ganz normale klassische schulische Ausbildung, wo man eben 2 Jahre zur Schule geht und ein Jahr dann in der Praxis ein Anerkennungsjahr macht. Und eben die andere, das ist die praxisintegrierte Ausbildung. Da geht man eben über die 3 Jahre, 2 Tage immer in die Schule und 3 Tage in die Praxiseinrichtung. Und in dieser Praxiseinrichtung, in der ich jetzt halt bin, dadurch, dass ich mich eben für die praxisintegrierte Ausbildung entschieden habe, habe ich eine unfassbar flexible Arbeitseinteilung, dass ich mir halt meine Schichten ungefähr so legen kann, dass das eben auch in meinen Alltag mit reinpasst. Auf mich wird auch sehr geachtet, dass ich eben immer meine schulischen Leistungen wirklich gut hinbekomme, dass ich da auch genug Zeit für bekomme. Ich kann aber auch immer bei irgendwelchen fachlichen Fragen meine Ansprechperson, also meine Praxisanleitung fragen. Ich habe aber sogar auch eine direkte Ansprechpartnerin bei Bethel, das ist die Frau Klotzek. Die ist immer für mich erreichbar, wenn ich irgendwelche Fragen habe, zum Beispiel, wie es für mich weitergeht, ob ich dann noch studieren möchte, ob ich direkt übernommen werden möchte, zum Beispiel. Das hat mir zum Beispiel auch eine sehr große Sicherheit in der Ausbildung gegeben, dass ich nicht halt alleine für mich verantwortlich war, sondern dass ich eben immer noch andere Instanzen hatte, die sich eben um mich gekümmert haben. Deswegen hat das für mich halt erstmal bei Bethel sehr viel Sinn gemacht. Dazu kam eben noch, dass ich mit einer Heilerziehungspflegeausbildung bei Bethel wirklich sehr gut auf ein vielfältiges Klientel angepasst bin. Das heißt, ich kann mit vielen verschiedenen Krankheitsbildern und psychischen Erkrankungen arbeiten und eben denen dabei helfen, egal ob das ein geistig behinderter Mensch ist oder ein psychisch erkrankter Mensch von 5 Jahre bis 75 Jahre, dass ich da halt wirklich überall jeden befähigen kann, verschiedene Teilerfolge mit mir gemeinsam erledigen zu können. Dazu möchte ich noch sagen, dass ich auch in anderen Teilbereichen von Bethel ein internes Praktikum machen kann oder auch hospitieren kann, um auch andere Arbeitsweisen kennenzulernen und andere Teilbereiche mit anderen Klientelen nochmal kennenzulernen. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur in dieser einen Einrichtung und arbeite da, sondern bin eben auch noch in anderen Einrichtungen tätig. Und um ganz ehrlich zu sein, muss man auch noch sagen, dass die Bezahlung auch recht gut ist.